verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, ich darf Sie nun noch einmal und zu Beginn unserer Tagesordnung und unseres geschäftlichen Ablaufes sehr herzlich begrüßen. Wir haben eine gute Tradition in Hessen. Zum einen heißt die Tradition Hessentag seit 1961. Zum anderen heißt die Tradition eng verbunden Hessentagspaar. Und unsere Hessentagspaare sind traditionsgemäß immer zu Gast, unmittelbar vor Beginn des Hessentages. Und sie bringen meistens auch, wie auch heute, ihren Bürgermeister mit. Das ist ja sonst umgekehrt, aber diesmal gilt in dieser Reihenfolge Herr Bürgermeister. Herzlich willkommen dem Hessentagspaar, dem Bürgermeister von Korbach. Es ist dies der 58. Hessentag. Das ist eine stolze Zahl. Und deswegen glaube ich auch, dass das Motto, unter dem Sie diesen Hessentag gestellt haben, wirklich umfassend ist im Hinblick auf das, was uns erwartet. Sympathisch, bunt, goldrichtig. Das ist das Motto. Vom Freitag, am 25. Mai, beginnend bis zum 3. Juni in der Kreis- und Hansestadt Korbach im schönen Nordhessen. Wir werden uns bemühen, alle da zu sein, irgendwann. Ich bin sicher, dass es uns allen gut gefallen wird. Ich freue mich besonders, dass wir Goldmarie begrüßen können und den Hanse Kaufmann. Das ist die Symbolik für Ihren Hessentag. Ich begrüße die Goldmarie Lisa Marie Fritsche. Und den Hanse Kaufmann Lukas Goos. Bitte. Sie sind gut beschützt mit Ihrem Bürgermeister. Herzlich willkommen, Klaus Friedrich, dem Bürgermeister von Korbach. Ich darf Sie nun bitten, und das kann nur ich jetzt hier machen, das Mikrofon irgendwie zu ergreifen und zu uns zu sprechen. Bitte schön, Herr Bürgermeister. Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist schon etwas Besonderes, hier oben zu stehen, und vor allen Dingen, wenn der Präsident einen persönlich abholt. Vielen Dank dafür, Herr Präsident. Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen gleich aus zwei Gründen heute hier. Erstens natürlich den Werbeblock für Hessens einzige Hansestadt zu eröffnen und natürlich Sie auf das Herzlichste ab Freitag zum Hessentag 2018 einzuladen zu diesem besonderen, zu diesem einmaligen Landesfest. Ich darf Ihnen sagen, die Stimmung in Korbach ist ausgezeichnet. Die Mitbürgerinnen und Mitbürger sagen, wann geht es endlich los? Wir freuen uns ungemein auf dieses Fest. Und sagen Sie das denen im Süden, im fernen Wiesbaden ausdrücklich, und das tue ich hiermit. Wir freuen uns auf den Festtag, wir freuen uns auf viele Gäste. Und ich glaube, meine Damen und Herren, jede Gesellschaft, jede Community, jeder Ort, jede Stadt und vor allen Dingen jedes Bundesland bedarf ein Fest der Begegnung, ein Fest, was zusammenschweißt, ein Fest, was ein Wir-Gefühl erzeugt, ein Wir-Gefühl, was nachhaltig wirken darf, was nachhaltig wirken wird. Und ich glaube, das ist das Besondere an diesem wunderschönen Landesfest, nämlich, dass man tatsächlich zusammenwächst. Und selbst wir Waldecker sagen, wir sind stolz darauf, Hessen zu sein. Das hat lange bei uns gedauert, aber es funktioniert jetzt mittlerweile. Und ich glaube auch, dass der Hessentag mit seinem fröhlichen, bewegenden, mit seiner fröhlich bewegenden Tradition Garant für dieses Wir-Gefühl sein darf. Und deshalb herzlichen Dank an Sie alle, dieses Vertrauen in Korbach setzen. Vielen Dank, lieber Ministerpräsident. Ich weiß, dass Sie ein absoluter Fan vom Hessentag sind, ans Kabinett, an die vielen guten und konstruktiven Gespräche im Vorfeld, aber auch an die Kollegen der Ministerialbürokratie, die uns auf diesem Weg wirklich gut geholfen haben. Und natürlich vielen Dank an Sie alle, an all diejenigen, die an die wunderschöne Idee des Hessentags glauben. Noch einmal eine herzliche Einladung nach Korbach. Und vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Bitte teilen Sie dem Volk von Korbach mit. Ich nehme an, dass Sie auf einer Empore stehen, und die kommen alle, dass wir Korbach kennen
und dass wir uns auf Korbach freuen und dass wir denen, die Korbach noch nicht kennen, sagen, sie müssen hinfahren, sonst versäumen sie etwas. Alles Gute für Ihren Hessentag. Nun die Goldmarie und der Kaufmann. Bitte schön, das Mikrofon ist Ihnen. Dann dürfen auch wir einmal recht herzlich Danke sagen für die Einladung heute hier nach Wiesbaden. Es ist uns wirklich eine große Ehre, jetzt hier stehen zu dürfen. Das macht man ja wirklich nicht alle Tage. Ja, das Wort wir. Also wir, das sind einmal der Lukas. Lukas ist 26 Jahre alt und studiert Sportwissenschaften in Köln. Und das bin zum anderen ich. Mein Name ist Lisa Marie. Ich bin 25 Jahre alt und ich arbeite bei der Stadtverwaltung in Korbach. Bekomme also den Hessentag auch vielleicht noch mal von der anderen Seite mit. Ja, wir freuen uns sehr, dass es bald losgeht. Lukas und ich, wir sind beide in Korbach geboren und aufgewachsen und sind somit auch tief verbunden zu unserer Stadt, zu den ganzen Menschen und zu unserer Tradition, die wir in Korbach pflegen. Unsere Wurzeln liegen in Korbach, wir sind stolze Korbacher und ja, wir freuen uns, dass es bald losgeht. Es war jetzt wirklich eine lange Zeit, wo wir schon viele Auftritte hatten und wir freuen uns, dass wir Freitag endlich starten können. Und sind natürlich sehr stolz, die Repräsentanten vom Hessentag sein zu dürfen und laden Sie alle ganz herzlich ein. Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, wir sind heute nicht in Zivil hier. Die Kleidung, die wir tragen, ist ans 15. Jahrhundert angelehnt. Das war die Blütezeit der Handelsstadt Korbach. Und außerdem hat die Zeit auch den Weg geebnet, der zur heutigen Hanse geführt hat. Wir sind sehr stolz, unsere Heimatstadt zu repräsentieren. Deswegen erwähne ich es auch gerne noch einmal und freuen uns natürlich sehr auf die 10 Tage in Korbach. Die Korbacher sind, glaube ich, bekannt dafür, dass sie gut feiern können. Und wenn man beim Altstadtkulturfest oder in den anderen Festivitäten, die wir in der Heimat hat, schaut, zünden wir auch gerne mal ein Feuerwerk ab. Und ab Freitag wird Korbach 10 Tage lang brennen. Dankeschön. Unser Feuerwehrminister hat ab jetzt eine Sonderaufgabe. Er wird jetzt permanent in Korbach sein. Vielen Dank, liebe Frau Fritsch und lieber Herr Goos, für Ihr Grußwort, für dieses Stück Hessen, das Lehr, was Sie mit dem Bürgermeister hier in diesen Landtag gebracht haben. Wir bedanken uns auch für diese kleine Aufmerksamkeit. Ich muss mal gucken, ist was zu essen oder zum Spielen? Den Satz erwartet man von mir hier, ganz klar. Ich darf Ihnen noch kurz was überreichen. Ich komme kurz runter. Und wenn ich hier weg bin, ist das Land auch ohnehin unterbrochen. Deswegen, aber bitte alle hier bleiben. So, haben wir ein Geschenk oder? Meine Damen und Herren, es gibt noch einen Grund für den Hessischen Landtag, zumindest einen Glückwunsch Richtung der größten Stadt in Hessen zu schicken. Ja, nicht Bad Vilbel, auch aufgestiegen. Aber ich erlaube mir, mit großer Freude der Frankfurter Eintracht zum Pokalsieg zu gewinnen, zu gratulieren.
Als gute Sportsleute wissen wir, das Leid der einen nachzuvollziehen. Und als gute Sportleute wissen die wiederum, dass wir feiern, wenn wir gewinnen. So ist das halt im Sport. Und am Endeffekt muss das Ganze fair ausgehen. Und wir wünschen der Eintracht für die Zukunft alles Gute und allen anderen hessischen Fußballvereinen auch. So. Auch den Herrn Borner, Frau Ministerin. Die haben auch Fußballvereine. Okay. Ja, die haben auch einen, richtig. Ja. Jetzt darf ich formell feststellen, dass wir beschlussfähig sind und kein Mensch erhebt Widerspruch. Damit ist das so. Die Tagesordnung vom 15. Mai 2018 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 101 Punkten liegen Ihnen vor. Wie Sie im Nachtrag der Tagesordnung zu Top 97 bis 101 entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Dafür haben wir 5 Minuten pro Aktuelle Stunde pro Fraktion ab 9 Uhr am Donnerstag. Die Tagesordnung könnte ich damit genehmigen lassen. Widerspricht jemand? Nein, das ist nicht der Fall. Wir tagen heute bis 19 Uhr offiziell. Wir wissen, dass es länger wird. Aufgrund der zweiten Lesung, die heute noch besprochen werden, wird es aber wahrscheinlich eher 20.30 Uhr oder gar 21 Uhr, je nachdem, wie die Redezeiten genutzt werden oder auch sich verlängern. Wir beginnen mit der Fragestunde Drucksache 19/63/45. Dann kommt der Top 2. Meine Damen und Herren, komm, ja, kommt alles noch. Wir haben noch amtliche Bekanntmachung den ganzen Tag vorliegen. So ist es. Entschuldigt fehlt Herr Finanzminister Dr. Schäfer bis 18 Uhr und Frau Kollegin Hofmeier ganztägig. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass ich nach Rücksprache mit dem Präsidenten des Landessportbundes Ihnen mitteilen kann, dass sich die Veranstalter des Abends Freunde des Sports entschieden haben, für heute Abend diesen Freundeskreis abzusagen, sodass das heute nicht geht. Wir haben noch Ausschusssitzung danach, und es war klüger, es heute abzusagen. Das wird mit Sicherheit nachgeholt werden. Heute Abend kommen nämlich der Hauptausschuss im Sitzungsraum 100a zusammen, der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für in den Sitzungsraum 204m, der Innenausschuss gemeinsam mit dem Auswärtsausschuss im Sitzungsraum 510w und der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in den Sitzungsraum 301p. Damit klar ist, dass der Landtag zwar nicht mehr tagt, aber der Rest des Landtages dann doch noch tagt. Umfangreicher Abend. Ich gratuliere Herrn Honka zu seinem Geburtstag. Alles Gute, lieber Herr Honka, Sie hatten Geburtstag. Das ist ein paar Tage jetzt her, oder? 11.05. Sie werden 40, junger Spund, 40 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, 2 Geburtstagskinder haben wir. Frau Kollegin Lisa Gnadl hat heute Geburtstag. Wo ist sie denn? Hallo Lisa. Und Frau Kollegin Klaff-Isselmann. Auch Ihnen allen beiden. Allen beiden herzlichen Glückwunsch. Ich habe 2 hübsche Männer ausgesucht für Sie. Wer lacht denn da? Okay.